denke ich mal, werden wir uns jetzt mal drum kümmern und laufen mal da vorne hin und schauen mal. Obwohl, das müssten doch die Bauroboter selber können, oder? Ja, du brauchst auch echt teure Sachen dafür. Ach schön, die Bauroboter machen das von sich aus. Voll gut. Warte, ich muss mal eben, Entschuldigung, ich muss mal eben Nase putzen. So, ich wollte euch nämlich nicht einfach da so da reinfrötzeln oder so. Na egal. Gut. Was könnte der nächste große Plan sein? Die Lasergeschütztürme werden ja jetzt was. Der Panzer. Aber ich habe keine Panzerkanonen. Also den Flammenwerfer brauche ich auch nicht. Das war schon effektiv. Ich könnte das mal tauschen. Wo fahre ich denn mit dem Panzer mal hin? Also ich sollte den nicht offen rumstehen lassen. Und ich sollte nicht einfach so damit durch die Gegend fahren. Ich könnte den ja einfach mal in die Standard-Parkposition bringen. So, wo der Hangar einfach einen guten Platz hat. So. Ich könnte mir jetzt mal gucken hier. Eigentlich sieht es generell total gut aus. Ich guck mal hier so einen Lautsprecher, ne? Warum habe ich eigentlich keine Eisenplatten? Gibt es keine Eisenplatten mehr im System? Nee, Produktion nicht, Logistik. Tatsächlich, ich habe keine Eisenplatten mehr irgendwo eingelagert. Aber ich hätte jetzt auch genug Strom, um hier... ich habe ja hier irgendwo das Eisending einmal rausgenommen. Jetzt hätte ich ja die Energiekapazitäten, hier mal einfach Gas zu geben. So, aber das ist echt blöd. Wieso? Ich müsste die mal einsammeln, würde ich sagen. Ich sollte mir irgendeine Stelle suchen, wo ich mir mal Eisenplatten... So, und noch ein rotes Kabel. Oh, jetzt, wo man einmal so grundlegend verstanden hat, wie man das machen muss, dann mit diesen Strom- und Steuerkabeln. Nee, zack, so, keine. Mit den Logistikbedingungen. Eisenplatten. Weniger als... Also ich würde mal sagen, ich lange mal 2000 ein oder so. So, ne? Deswegen kann der jetzt richtig schön da das System einpacken. Ach ja. Ha, sieht das schön aus. Da bin ich echt mit zufrieden. So, auch wenn das so eine Bastelstunde ist. Ich hab nix. Aber ist nicht schlimm, ich könnte ja... Aber ich habe auch nirgendwo Platz. Also, ich kann den... nirgendwo befüllen, oder? Wo liegt der das? Der liegt das dahin? Ja, für den einen jetzt da irgendwas zu machen, ne? Ich einfach mal hin und sammle ich mir mal ein bisschen Kohle weg. So, und befüll den damit. So, kriegst du mal Kohle hier. Kannst das verbrennen? Eisenplatten. Ah, so. Guck mal, das läuft doch. Bin ich schon mal beruhigt, auch wenn hier...
Okay, die kommen nicht bis hinten an, weil ich nicht genug hier aufs Fließband kriege, oder was? Ist das das Problem? Obwohl, die können sich auch immer nur eingreifen. Aber natürlich, die bis hinten kommen die nicht durch. Ach, Mist. Naja, gut, das ist eben so. Da muss ich wohl mit leben. Mal schauen. So. Energiekrise abgewandelt. Mein Lasergeschütztürme gleich fertig. Strom? Ist das nicht? Ist es das nicht? Oh. Gucken, wie sieht es denn hier aus? Ja, schön. Die machen das alles rechtzeitig fertig. Ja gut, hier oben gibt es nichts. Das ist nicht überlappend. Hier ist es nicht überlappend. Aber da... So, und solange die mir nicht auf den Keks gehen hier vorne... Okay, was wolltet ihr bauen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Ich könnte hier jederzeit ja eingreifen und was machen. Und da irgendwie zugreifen und dann schauen, was sich daraus ergibt. Ne? Aber okay, das ist... ach ja, ich wollte einen Lautsprecher bauen. Und jetzt ist die vergleichende... Okay, ja, das will ich nämlich... Also, den Tipp habe ich von Fabian Go auf YouTube bekommen. Er meinte halt so, du könntest hingehen und ein Ohr erledigt. Komm, ich baue ein Bergbauprojekt, machen wir schneller. Weil jetzt muss ich ja nicht. Er sagt halt, bau ein, du kannst dir so einen Lautsprecher bauen. Und, so, der kriegt jetzt eine andere Farbe. Ich warte, der musste an den Akku. Das hat er mir, also ich habe, er hat mir da, oh, Bauroboter, die bauen wir erstmal ganz schnell alle. Und ich baue einen Akku. Weil, er schrieb mir halt, du kannst dir ein Alarmsignal bauen. Und zwar hat man dann den großen Vorteil, man kriegt sofort durch ein Geräusch mit, wenn nicht genug Strom im System ist und was ausfällt, was natürlich super praktisch ist. Ne? Also das Ding macht dann, wenn nicht genug Strom ist und dann weiß man, dass man anfangen muss, ganz dringend Dinge zu erledigen. Fabian, da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar für. Danke für die ganzen Tipps. So. Die sind auch voll. Boah, so, sehr schön. Jetzt kann ich nochmal in der Produktion gucken über die letzten 10 Minuten. Die sind immer noch ungefähr gleich. Da, ich brauche, muss mehr Kupferkabel irgendwie zusammenkriegen. Die Kohle wird immer besser. Ich glaube, ich will auch richtig viel System in der Kohle haben. So, mein Eisenerz wird auch, läuft auf gleichmäßigem Prinzip. Da ist es genug, das ist genug. Stahlträger endlich wieder wirklich, oh, Sulfat mehr als genug. Aber da ist das, die roten Schaltkreise müssen. Wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, wo ich hingegangen bin. Ich sammle das Ding mal ein, mein Nuppi hier, weil ich werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen müssen. Rote Schaltkreise effizienter zu machen. Also ich brauche da mehr von. Da
brauche ich mal ein Geschwindigkeitsmodul. Damit die da zügiger Gas geben und das ein bisschen schneller wird. Das wäre natürlich optimal. So. Aber, ich habe 15 Bauroboter auf Auftrag gegeben. Das dauert natürlich jetzt. Nein, das war natürlich nicht clever. Aber ist ja auch egal, dann laufe ich hier einfach mal rum. Guck mal, ob ich irgendwas machen kann. Oh, Lagerkisten sind voll. Läuft mein... Habe ich noch welche? Irgendwie so... Nee. Dann würde ich sagen, was natürlich sein kann, dadurch, dass der Tonnen und Hunderte Tonnen von Kohle hier ranschleppt, na toll, da in der Mitte ist natürlich gerade, genau gerade kein Strom. Baue ich mal lieber passive Anbieterkisten. So, und dann kann der die nämlich vollschaufeln. Dann sind die, habe ich zwar viel, viel Kohle im System, aber das belastet nicht meinen Speicher. Das ist natürlich auch nicht ganz unpraktisch. So, mag ich. So, Bauroboter, wie weit seid ihr? Hier oben nochmal gucken. Zack. So. Ja, gut. Das ist noch hakelig, das System. Aber ihr seid auch nicht mehr angegriffen worden. Das ist schon gut. Das ist schon gut, das ist schon gut. Jetzt kann ich hier in Ruhe die Kohle abarbeiten. Habt aber keinen Stress. Sagte sie und von oben kamen Viecher, aber... Komm, da rüsten wir mal auf. Da habe ich echt dieses Fusionsding da zusammen gebaut und nutzt das nicht. Aber ey, 450, das ist ja irre. Ey, 200, ne, nicht 400, aber 250, ey, das ist richtig viel. Was ist das denn eigentlich hier? Verlangsamungskapsel. Ich kann Laser ja jetzt Lasergeschütztürme bauen. Wo ziehe ich die mal hin? Ich habe eine Idee, wo ich die hinsetze. Also auch wenn das jetzt ewig dauert, bis die dran sind. Aber die könnte ich gut hier unten noch als Ergänzung machen, weil die ja nicht stromtechnisch nachgeliefert werden müssen. Also die brauchen ja nur Strom und denen muss ich keine Munition mehr zuweisen. Und dann könnt ihr hier unten gut aktiv sein. So, jetzt sollte ich auch noch mal genug bei den... Ja, jetzt geht's vorwärts. Okay, die Angriffe verteilen sich, aber noch kann man sie, können sie sich gut wehren. Das ist schon mal nicht schlecht. Na, ihr kriegt ein... So, komm, mach mal hier hin. Oh nein, ich hab so ein Stufe 2 Ding noch. Was denn hier? Hab ich keinen... hallo? Ich hänge da in den Baum. Okay, dann muss ich da vorne leider nochmal hin und...
Aber wieso sind denn keine Waffensysteme denn mehr im Logistiksystem? Was ist denn los? Oh, die brauchen noch lange, aber jetzt habe ich ja die Roboter, die ich ins Bausystem einfügen kann. Wo ist denn hier der Flugroboter-Hangar? Da. Einen schicke ich auf jeden Fall mal hier oben hin. Dann brauchen die... Wo habe ich denn noch welche? Ich weiß ja nicht, ob die da stationiert bleiben, ne? Also manchmal bin ich da irritiert, ob das so funktioniert oder nicht. Ah. Beton ist schon was Tolles. So. Da kriegt ihr auch nochmal Reparaturdinger. Die lege ich wieder hier um. Dann, falls da doch was ist, damit die Gas geben können rechtzeitig. Das sollte auch was werden. So. Okay. So, rein. Okay, das wird also noch lange dauern. Aber ist ja nicht so schlimm. Du wirst nämlich ewig brauchen, obwohl es geht. Mal gucken, was wir an Reserve haben. Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte hier unten Lasergeschütztürme hinstellen. Und dann wollte ich ein Notfallsystem bauen. Oh, manchmal ist das auch echt übel, ne? So, Laserturm. So, ihr Schnicki-Micki-Dinger. Wow. Ich bin mal gespannt, was du so kannst. So als Lasergeschützturm. Und den zweiten Lasergeschützturm, den ich gebaut habe, der soll ja nach da oben hin. Ich weiß nicht, seid ihr eigentlich auch immer so fürchterlich verplant, wenn ihr das baut? Oder so, ne, dass ihr denkt, oh, jetzt ist mir gerade eingefallen, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen? Oder seid ihr da schon die Masterminds und habt das auch im Schirm? Also, arbeitet eins nach dem anderen ab. So, okay. Hier denke ich, sollte ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Bauroboter. Die sind hier unten, glaube ich, durchaus sinnvoll. So, und jetzt gehe ich hin und baue mir endlich diese Alarmglocke irgendwo hin. Oh, sorry, ich weiß gar nicht, warum mein Handy... Sonst macht das nie so Stress und so ein Kram. Oh, Ganesha, dann bin ich ja mal gespannt, wie... Vielleicht kannst du mir mal einen Screenshot schicken oder so. Wie das bei dir aussieht und wie deine Struktur so ist. Das fände ich mal total spannend zu sehen. So. Also. Das Alarmding und ein Akku. So. Dann.
Ladezustand auslesen. Ausgangssignal A. A. Kleiner. Warte. Alarm. Geil. Das ist ja cool. Sirene. Boah, eigentlich kann man da allen Leuten mit auf den Senkel gehen, aber eigentlich ist das voll gut. Boah, super. Globale Wiedergabe. Aber das ist... Boah, traumhaft. Eigentlich müsste ich jetzt nur, um das auszuprobieren, gleich mal den Strom abmachen. Einfach nur so, wegen so Blödsinn. Eigentlich wäre das super. Und eigentlich sollte ich das nie machen. Dann bricht dir alles wieder zusammen. Und bis das dann läuft... Was ist das denn? Ach, da ist keine Muni. Und du kriegst nichts nachgeschoben. Nein, verchecken. Das Logistiksystem ist da nicht voll vorbereitet. Das hieß aber eigentlich, dass da ein Platz für einen Laser gut wäre. Oh nein! Jetzt verstehe ich das Problem. Da war was kaputt. Der ist noch nicht fertig. Aber gut. Boah, diese Spielerei, ne? Aber ich könnte... Eigentlich muss ich auch noch was anderes Spielerei machen. Eigentlich ist dieser Sound total blöd für Strom. Das ist so ein ganz klassischer Angriffssound, oder? So. Ja, das ist so. Aber... Jetzt könnte ich mir jetzt mal kurz die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie ich denn auf einen generellen Angriff... Aber es darf eigentlich nicht bei jedem Angriff sein, sondern nur bei besonders schweren Angriffen. Ob der da was macht, ob ich da was machen kann. Oh, der hat auch keine Muni. Dann laufe ich da hin und bringe den Muni, würde ich sagen. Weil, also, das ist ja ein Für und Wider, ne? Also, der Nachteil ist, sollte ich nicht genug Strom haben... Und das wird hier jetzt... Boah, ich muss das Feld unbedingt ersetzen. Da auf kurz oder lang. Jetzt habe ich auch keine Muni mehr hier. Naja, auch nicht so schön. Okay, ich muss mir auf kurz oder lang Gedanken machen, wie ich die Kohle hier unten hinkriege. Also, weil da wird auf kurz oder lang nicht mehr genug Kohle sein. Aber ich müsste mir eine komplett neue Logistik zusammenbauen. Okay, vielleicht kriegen wir das hin, oder?
Vielleicht funktioniert das. Ich hol mir ein Förderband. Das wäre vielleicht das nächste große Projekt, was ich anfangen könnte. Ja, das sollte ich mal tun. Ich sollte mal anfangen und mir eine Leitung nach hier unten legen. Aber die Frage ist, wo ist es wichtig? Spätestens ab hier sollte ich das haben, ne? Oh, hier kann ich rum. Das ist ja cool. Habe ich nur aufgeschüttete Erde irgendwo? So, ja, das wäre... Genau. Dann brauche ich nachher so gut wie nichts mehr umzubauen. So. Wenn das irgendwann das fällt... Nee, das war doof. Wenn irgendwann das Feld erschöpft ist, ist dann für mich Zeit, da hochzubauen. So. So, und hier... müsste ich mir dann Gedanken machen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir damit quasi richtig mega offiziell das Projekt Kohle nach unten.